Ja, Flair Call Highlight Video, 100%. Der Messias hat recht, wir müssen wieder hier Klicks abgreifen. Mal ganz kurz Flair an hier. Flair am Rad. Wir sind live, Flissmeister. Was geht? Was geht, Brudi? Auf der Autobahn. Du zahlst für Savas Feature also Geld, ja, Maniak. Ne, wo ist mein Geld dann? Was sagt der Lars da? Du musst mir Geld geben. Ja, Maniak. Wie geht's dir, mein Bruder? Alles gut, wir waren kurz in München. Wir haben ein paar Rapper gesucht in München, niemanden gefunden. Jetzt kommen wir zurück. Ah, warum rufst du nicht an, wenn du Leute suchst? Bin immer dabei. Ah, Bruder, besser ohne, besser immer undercover. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Auf jeden Fall, Bruder, wir haben gerade auf diese Flair- und Lars-Thematik kamen wir zu sprechen. Da habe ich den Post von Lars vorgelesen. Der meinte, Savage-Feature bezahlt, bla, und ich weiß davon nichts, aber irgendwas, keine Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, da rufe ich dich mal kurz an, damit wir Klicks auf deinen Kopf machen. Also, ich habe das doch schon selber mal erzählt, oder nicht? Weiß ich nicht. Hast du mir das erzählt oder hast du es öffentlich gesagt? Ich hab das schon mal öffentlich erzählt, dass ich Savas Geld gegeben habe. Das war bei Hinterblauen Augen. Ah, okay, krass, das wusste ich nicht. Das habe ich wohl verpeilt. Also, keine Ahnung. Aber dann ist es ja auch kein Geheimnis. Nein, der Ganji, ich kannte Savas damals nicht. Und der Ganji war doch damals mein Label-Manager. Der Ganji ist übrigens jetzt der neue Manager von Shindy und von Lars. Dann soll er doch mal sich bei Ganji beschweren, warum Ganji Savas Feature klar gemacht hat, nur für Geld. Okay. Ja, heiße Infos hier wieder für meinen Highlight-Kanal. aber was quatscht der Bengels wieder seit drei Tagen? Der Typ ist doch vorbei, ist doch, er hat doch jetzt seinen Song rausgebracht, Alter, interessiert keinen mehr. Ich weiß nicht, ich habe den Song tatsächlich nicht gehört, Bruder, aber ich höre mir das später mal einfach an. Ansonsten, Bruder, wie geht's dir, Bruder? Alles gut bei dir, Familie, wie geht's allen? Alles gut, Bruder, wie immer, Arbeit, Studio, Mucke machen, Film vorbereiten. Alles cool. Ja, Bruder, auf den Film freue ich mich. Du weißt, meine Rolle. Du weißt, ich küsse dein Herz. Aber Bruder, würdest du dich mit Lars jemals vertragen, so mäßig? Oder sagst du, ist der Zug abgefahren? Bruder, ich brauche mich da nicht vertragen. Der Typ interessiert mich nicht. Wenn ich sehe, ich kann das hier nicht jetzt so breit reden, aber den Tafer, den habe ich schon getroffen. Getroffen, in Anführungsstrichen. Okay. Und scheiß auf die alle, Bruder. Scheiß auf die alle, Mann. Okay, Brudi, tamam, ich will auf das Thema dann nicht weiter eingehen. Scheiß drauf, ich küsse dein Herz. Danke, dass du am Start warst jetzt gerade. Wir sehen uns demnächst, mein Bruder. Pass auf dich auf, grüß mir Simes und die anderen Sultan und so, ja? Alles klar, Spaß. Ciao. I love you, mein Bruder, bis dann, ciao. Ja, also Flair hat irgendwelche Leute in München gesucht. Hat einfach so rausgehauen. Ja, also wie ihr gehört habt, Freunde, Flair vertragen mit Lars gerade ist natürlich schwierig, will er das Ding noch nicht breit treten. Wir haben natürlich einen kleinen provisorischen Anruf gemacht. Hoffen wir, dass sich die ganze Sache aber dennoch beruhigt, dass das nicht ausartet. Gucken wir mal. Ich ruf mal ganz kurz Abu auf Cam an. Ich bin voll vergessen, unseren Bruder Abu Habib Allah. Abu, ich bin gerade live. Warte, kannst du dir... Ich bin live gerade. Kannst du dir vielleicht ein T-Shirt anziehen, so irgendwie? Ja. Oder halt nur Schultern zeigen und nachher ist das hier irgendwie. Ich war gerade am Scheißen. Da zieh ich mal alles aus komplett. Ja, da kenne ich noch jemanden, der beim Scheißen alles auszieht. Ich kenne auch jemanden. So. Ey, Abu, Bruder, du bist live. Ich schwöre, ich habe vergessen, dich anzurufen. Ich küsse dein Herz. Du bist doch ein Bruder. Nein, der lügt. Er hat gesagt, ich muss Abu Habib anrufen. Da hat er gesagt, gar keinen Bock auf den. Ja, der war scheiße. Ich weiß, ich kenne den doch, Bruder. Lama, bisschen fitter machen hier. Bisschen live fitter machen. Bruder, wie viele Zuschauer hast du jetzt gerade? Weiß ich nicht, aber wie war es beim Scheißen gerade? Erzähl mal ein bisschen.
War geil, Bruder. Das Ding ist, da kam ein bisschen Blut, weil das war trocken. Ich hab wenig Wasser getrunken. Ja, ekelhafter Typ, Alter. Ekelhafter Typ, Digga. Richtiger Maniac, Alter. Ey, bist du hier in NRW gerade? Ich bin noch hier. Bist du noch hier in NRW irgendwo? Ja, ich bin in Duisburg. Bis Duisburg. Okay, bist du bis morgen hier? Ich bin morgen wieder zurück, weil ich besuche Mehdi. Okay, das heißt, du kannst morgen Abend nicht live kommen? Ne, morgen Abend bin ich wieder in Hannover, Bruder. Okay, halten wir hier im Stream fest. Freunde, eigentlich wollte ich euch heute eine geile Story mit Abu Habib erzählen, wie wir eine Massenschlägerei, gegen Türstern gemacht haben. Die Geschichte erinnert mich bitte für nächste Mal dran, liebe Friends. Wenn Abu Habib hier ist, dann erinnert mich dran bitte Massenschlägerei gegen Türsteher mit Abu Habib. Dann erzählen wir euch das. Hey Bruder, die Leute schreien, du sollst zum Arzt gehen. Bruder, es war Spaß. Freunde, ich war nicht kacken und ich hab auch nicht geblutet. Ja, der Arsch blutet gar nicht, nein. Alles gut. Alles gut. Wir schicken dir, vermutlich werden wir dir eine Packung Tangas schicken. Nee, Bruder. Die Tangas, ich bin jetzt umgestiegen auf normale Boxershorts hier von Kevin. Das freut uns natürlich. Wenn du nächstes Mal live bist, machen wir die Massenschlägerei-Story mit den Türstern, ja? Gerne. Ich küsse dein Herz, Bruder. Sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe heute. Ich bin gerade erst mal eingefallen. Ich küsse dein goldenes Herz, mein Bruder. Ich küsse euch auch, Habibi. Ja, Ali! Habibi. Yalla, Bruderherz, du weißt. Yalla, Habibi. Ciao. Also, ne? Ich hab versucht, ein bisschen fitner zu machen. Abu Habib, ne, hat die Buchse voll geschissen gehabt. Bisschen leider zu fest gedrückt, kam ein bisschen rote Beete mit raus. Blüht. Aber so ist das nun mal im Leben. wie gesagt, Freunde, die Geschichte mit Abu Habib, die hauen wir euch das nächste Mal raus. Wir haben eine miese Massenschlägerei mal gemacht, ich und der Abu Habib. Ne, für die Leute, die ihn halt nicht kennen. Die den Abu Habib jetzt nur kennen der macht witzige Sachen, er war und ist immer noch ein guter Draufgänger und wir haben schon so einige Sachen hinter uns. Ich kenne Abu Habib auch schon seit 10, 15 Jahren und da waren schon miese Schlägereien am Stüssel, da war der auch gut am Start, der Junge.